Sophia Thiel, erster Red Carpet-Auftritt ihrem Raphael. Sophia Thiel, 27, machte im März 2021 ihre Beziehung zu Fitness-Influencer Raphael Birchner, 26, öffentlich. Seitdem zeigte sich das glückliche Paar zwar häufig zusammen in den sozialen Medien. Doch dem roten Teppich sind die beiden Fitness-Profis ferngeblieben, bis jetzt. Am Samstag, 17. Dezember 2022, legten sie bei der Ein Herz für Kinderspenden-Gala in Berlin einen glamourösen Auftritt hin. Sophia glänzte in einer schulterfreien schwarzen Robe mit hohem Schlitz und langen Handschuhen. Ihre blonden Haare trug sie offen. Dabei war die funkelnde Chorsage ihres Kleides ein echter Hingucker. Doch ihr Outfit brachte einige Herausforderungen mit sich. Ich bin sehr aufgeregt und habe das Make-up noch zu Hause gemacht. Gleich müssen mir zwei Personen helfen, ins Kleid reinzukommen, verriet sie vor Beginn der Show gegenüber Bild. Die Robe sei eine Maßanfertigung, in die sie hineingenäht wurde. Raphael lächelte in einem schlichten schwarzen Anzug mit Fliege für die Kameras. Die beiden haben sich bereits 2015 kennengelernt, wie Sophia im vergangenen Jahr in einem YouTuber-Video erzählte. Gefunkt habe es allerdings erst im November 2019, seit Januar des Folgejahres sind sie offiziell zusammen. Ich fand es von Anfang schön, dass du mich genommen hast, wie ich bin, und mir bedingungslose Liebe geschenkt hast, sagte die YouTuberin damals in dem Clip. Jetzt haben Sophia und Raphael auch auf dem roten Teppich ihre Liebespremiere gefeiert und bewiesen, dass sie zusammengehören. Doch die 27-Jährige war nicht die Einzige, die ihren neuen Partner auf dem Event präsentierte. Auch Influencerin Paola Maria, 26, und ihr neuer Lebensgefährte Alexander Toos, 36, zogen bei dem Event alle Blicke auf sich. Nachdem die YouTuberin und ihr Ehemann Alexander Koslowski im Februar dieses Jahres ihre Trennung bekannt gegeben haben, verriet Paola vor wenigen Wochen, einen neuen Partner zu haben. Ihre ersten Dates hätten die beiden im Auto verbracht, erzählt die 26-Jährige gegenüber Bild. Der Grund? Sie wollten in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden, sich in Ruhe kennenlernen. Vor ihrem ersten gemeinsamen Auftritt sei Paola nun nervöser gewesen als Toos. Die Aufregung schien allerdings unbegründet, wie der Social Media Star nach der Veranstaltung berichtet: Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich könnte mich daran gewöhnen, dass Alex mich öfter begleitet. Anführungszeichen. Verwendete Quellen: Imago Images de, Bilde.